Ein spannender Moment. Nach einem anstrengenden Rebjahr wird nun der Wein ein erstes Mal degustiert. Also der Wein ist jetzt noch in einer jugendlichen Phase, aber was wir schon sagen können, ist, dass er von sehr hoher Qualität ist. Dem, was auch der Sommer schon versprochen hat, sind die Weine gehaltvoll, kräftig. Für einen guten Tropfen Wein muss das ganze Jahr sorgfältig gearbeitet werden im Rebberg. Im Januar wird der Rebschnitt gemacht. So wird bereits Anfang Jahr der spätere Ertrag reguliert. Wenn dann der Schnee geschmolzen ist, kann das Rebholz gehäckselt werden, damit es später verrottet und zu Humus wird. Im Frühling erwachen die Reben langsam aus dem Winterschlaf. Das erste Highlight im Rebberg ist das Weinen der Reben. Dies ist auch die Zeit, in der neue Reben gepflanzt werden. Nach einer Lebensdauer von 40 bis 50 Jahren wird es Zeit, einen Rebberg zu erneuern. Im Sommer profitieren die Reben von der Wärme und der Sonne und wachsen enorm. Zu Beginn sind die Trauben unscheinbar grün und hart. Erst in der zweiten Augusthälfte werden sie gut sichtbar, wenn sie sich verfärben. An der Wimlet im Herbst werden die Trauben geerntet. Dazu sind viele helfende Hände notwendig. Im Keller findet dann die Gärung der Trauben statt, die Umwandlung von Zucker in Alkohol. Beim Weißwein blubbert es Tag und Nacht. Wunderbare Musik für den Kellermeister. Zum Schluss werden die Trauben etwa 14 Tage nach der Ernte noch gepresst. Diesem Rebjahr war das Wetter wirklich hervorragend. Also es hätte nicht besser sein können für die Rebe. Ein super Sommer, Hochsommer und dann ein sehr schöner Frühherbst. Also ein solches Jahr würde die Rebe wieder nehmen und mancher Winzer gerade auch. Wenn man das buchen könnte, dann hätten wir am liebsten nächstes Jahr wieder ein solches Jahr.